Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft. Und wir gucken gerade mal, wie weit der Miner ist. Hier ist aus. Ah, er hat keine Pipes mehr. Ja, ein bisschen was an Rohstoffen hat er schon. Jetzt müssen wir noch tonnenweise von diesen Pipes bauen. Ich weiß gar nicht, wie viele. Aber es werden wohl noch ein paar sein. Wir müssen irgendwie mal das Inventar aufräumen auch. Naja, mal gucken. Nein, nicht Kabel. Holz, ja. Holz ist gut. Ja, ich muss mal ein bisschen Sand maceraten. Sand maceraten? Ach, du meinst, Cobblestone maceraten für... Ja, Cobblestone zu Sand maceraten. So, ersten Pipes fertig. Ja, die Pipes kriegen wir immer wieder. Wenn wir den Miner abbauen, zieht er sich die wieder raus. Das heißt, wir brauchen uns da gar keinen Kopf zu machen. Wir bauen diese ganzen Pipes jetzt nur einmalig. Und das ist auch schon mal was. So, das müsste ja auch bald reichen. Wir sind hier ungefähr auf Meereshöhe. Ich habe ja schon mal ein paar Stapel reingetan. So, mal gucken. Plopp. Auf jeden Fall läuft er jetzt eine ganze Weile noch automatisch. Das muss ich aufmachen. So. Ja, ich bin auch gerade auf erste TBM-Hindernis gestoßen. Lass mich raten, Marble ist nicht in der Datei drin zum Abbauen. Nee, Wasser. Oh. Weit ist unser Dings noch nicht? Ach nee, das ist nur Lichteffekt. Oh, guck mal, da könnt ihr ganz tief runter gucken. Oh, oh, oh. Eieiei. Da geht's aber abwärts. Ja, und Marble sieht da Gott sei Dank nicht als Erz an. Das wäre jetzt der Hammer. Wenn er uns da 8000 Marble rauskrempelt. Gut. Ja. Hätten wir das soweit. Das heißt, warten darauf, dass es hell wird. Und dann können wir weiter unser Gewächshaus bauen. Beziehungsweise, ich könnte ja schon mal... Leute? Was denn? Ich glaube, ich habe einen Bug in der TPM gefunden. Ist es Absicht, dass der weiterfährt, auch wenn er keine Rails zum Legen hat? Ja, der fährt das Stück, bis er auf einmal endgültig auf dem Trockenen sitzt. Ja, das ist halt so. Ist wie es ist. So, hier könnte ich schon mal den Marble-Block reinsetzen, bevor wir da runterfallen. Plopp. Ich finde den Miner ja sehr schön. Ganz vergessen, wie gemütlich das ist. Und er hat wieder Kupfer gefunden. Und er holt uns auch hier Redstone hoch und Diamanten. Also, er bohrt sogar durch Obsidian, dadurch, dass wir einen Diamond-Tipped-Drill reingelegt haben. Die Diamond-Tipped entscheidet quasi über die Geschwindigkeit und über den Energieverbrauch und auch über das, was er abbauen kann. So, jetzt gehen wir ein bisschen weg. Das ist ein bisschen leiser. Das schont die Ohren, vor allen Dingen meine. Ich habe es gerade ein bisschen laut gedreht. So, jetzt sind wir nämlich wieder an unserem Gewächshausdach. Und das Gewächshausdach. Jetzt muss ich gerade mal auf meinen Zettel linsen. Im nächsten Block so und so. Hm, das wird lustig zu bauen. Müssen wir wieder unsere Erdhilfe nehmen zum Bauen. Und danach können wir dann die ganzen Dinger da draufsetzen wieder. Glass Slab Corner. Ja, manchmal ist es ein bisschen verwirrend, wenn man keine Texturen hat. Aber egal. So, plopp. Und jetzt können wir nämlich hier... Huch, bin ich runtergefallen? Ja. Oh, falsch gesetzt. Ja, und ich wollte euch ja von meinem Urlaub erzählen.
Ja, ich war bei meinen Eltern. Und jetzt habe ich gerade was Falsches gemacht. Egal. Ja. Ich durfte eine Gattmauer abreißen. Die war quasi zur Nachbarin und die hält da so ein bisschen den Hang. Und ja, die ist so 1,40 Meter hoch und auf 8 Metern ist die einfach mal umgekippt. Und nicht nur, dass es eine normale Gattenmauer ist, das wäre schon nervig genug. Nein, es war eine Stahlbetonmauer. Das heißt, ich stand mit einem Presslufthammer viele, viele Stunden und habe an dem Ding rumgerödelt. Also, das war unglaublich, wie lange das gedauert hat und wie hart dieses Mistding war. Und ja, da musste natürlich der ganze Schutt noch weggeschafft werden. Das war, ja, ein großer Container voll. Und wie viele Tonnen das waren, das erzähle ich euch dann irgendwann mal, wenn ich es weiß. Falls es euch überhaupt interessiert. Wenn es euch nicht interessiert, na dann, Pech gehabt. Erzähle ich es euch trotzdem. So. Ja. Genau. Es war auf jeden Fall eine Schweinearbeit und es hat fast 1,5 Wochen gedauert. Also hatte ich von meiner Freizeit, will ich mal sagen, nicht so viel. Und mir ist noch was aufgefallen, als ich nämlich, ich habe mal eine Kopie gemacht, der Welt, einfach nur, um mal ein paar Sachen auszuprobieren. Und da ist mir eins aufgefallen, wir haben keine Bewässerung für unsere Felder. Aber dafür habe ich mir schon eine Lösung ausgedacht und habe auch geguckt, ob es funktioniert. Und ja, das machen wir dann gleich. Ist auch schnell passiert und sieht dann auch sehr schick aus. Also, ich finde das schön. Und ja, gibt quasi dann nochmal so einen leichten Zukunftsflair zu diesem ganzen Zeug. Ja, das ist eigentlich ganz nett. So, jetzt haben wir das Dach schon mal ein gutes Stück. Da oben endet es schon. Und ja, so viel brauchen wir da nicht mehr. Kurz mal aufs Blatt gelinst. Im nächsten Block. Oh Gott. Wenn ich nicht immer so schmieren würde, dann wäre das überhaupt kein Problem. Moment. Tja, keine Ahnung. Das gucke ich mir gleich nochmal an. Das ist gerade nur. Ich verstehe gerade meine Zeichnung nicht. Macht aber nichts. Ich werde nämlich jetzt erstmal das Zeug hier drin aufsammeln und dann werden wir unsere automatisierte Getreidefarm mal ein bisschen abernten, damit wir auch alle mal wieder was Gescheites in den Magen kriegen, außer Gammelfleisch. Und ja. Ist doch. Ja, genau das mache ich jetzt als nächstes. So. Husch, husch, husch. Schnell dahin gerannt. Keine Zeit verschwenden. Schnell noch ein bisschen Gammelfleisch in die Kiemen rein. So, ich mache dann wahrscheinlich auch endlich mal was, was ich seit langer Zeit machen wollte. Weiß nur noch nicht wo. Wahrscheinlich lieber irgendwo etwas tiefer in der Mine. Oder. Was wolltest gute, du machen? Gute Frage. Ach, sagen wir mal so. Du brauchst Sand, eine geheime Zutat, Flint und am Ende String. Ah, alles klar. Ich weiß Bescheid. Für ein Special oder? Ich hab ganz wenig gebraucht. Für ein Special, würde ich sagen, ist noch mehr als genug da, dass man das größer anlegen kann. Na, das klingt doch schon mal schön. Weiß ich Bescheid. Ich könnte in den Nether gehen. Und dann? Ich kann eine ganze Runde Netherbrick mitbringen. Netherrack? Ja, Netherrack brauchen wir halt nur nicht unbedingt in den Massen. Irgendwie momentan nicht. Also, wir haben ja auch alle schon mal andere Mods gespielt. Also, ich zum Beispiel und Wayne dann auch. Sehr viel Better Than Wolves. Da ist ja dann Netherrack so quasi die Grundversorgung. Ja, der hat eine gewisse Funktion dann endlich mal. Ja, dann so immer denke ich mir dann, du solltest mal wieder in den Nether gehen und Netherrack mitbringen. Ach nee, ist ja hier nie. Also der wird in Industrial Craft Red Power gar nicht so groß verwendet. Wäre vielleicht mal was, was man überlegen kann vorzuschlagen, ob es da vielleicht irgendwie mal Verwendungsmöglichkeiten eingeräumt werden könnten. Ja. Auf jeden Fall, weil momentan ist wirklich mit Never, das hat man ja schon mal, nicht wirklich viel los. Da ist ein bisschen trist und langweilig alles und der Nutzen, da hinzugehen, ist auch noch sehr gering, außer halt Glowstone. Aber ja,
Nur wegen Glowstone Never ist... Ach... Auch sinnig, also... Ja, ja. Egal. Diskussion hatten wir schon. Müssen wir nicht nochmal machen. Ja, und nochmal zu unserer Bierhamster-LP-Seite. Wir haben ja jetzt, noch eine LP auf der Seite. Da geht gleich einer drauf, so wie es sich anhört. Und ja, The Frozen LP ist ein sehr interessanter, sehr vielversprechender österreichischer LPer. Und der Gute spricht auch ein schönes Hochdeutsch, also braucht ihr euch keinen Kopf drum zu machen. Der spricht noch eher das Hochdeutsch als Wirzbo. Und ja, einen schönen Gruß nochmal an der Stelle, wenn er mir überhaupt zuguckt, ich weiß es gar nicht. Und ansonsten, ja, nochmal einen Gruß an Milkas TV, die unsere Partner sind. Ich glaube, dann habe ich auch fast alles abgedeckt, was so in den Ferien passiert ist. Wie ihr merkt, ich habe viel rundherum gearbeitet, weil ich nicht aufnehmen konnte. Und ja, genau. So, mal hier ein Gruß, da ein Gruß. Und jetzt muss ich mein Inventar mal leer räumen. Weil, so wie es aussieht, habe ich verdammt viel Zeug im Inventar. Und kann dann gleich nicht... Brote backen. Kann dann gleich keine Brote backen, weil dann alles irgendwie im Weg steht. Mistzeug. Warum ist denn da 3 Sand drin und der andere Mace Ritter 2 Sand? Weil ich Bede benutzt hatte, weil da gerade keine war. Ah. Ist der Miner ganz unten? Möglich? Er hat genau über einem Lavafall angehalten, dort wo die Schienen enden, die Holzschienen. Er ist unten. Oder er hat keinen Strom mehr. Nein, er also ist unten. Ich stehe quasi vor ihm und er kommt bedingt durch die Lava nicht weiter, also ist er unten. Ich könnte auch eine Pumpe daneben stellen. Könntest du machen. Wäre eine interessante Möglichkeit, da könnte man nämlich die Lava noch abpumpen und die gleich in Cells reinpacken. Aber jetzt muss ich mir das gerade... Ja, das ist der Miner. Geil. Ja, da ist der Bohrkopf und da wir keine Pumpe oben daneben haben, kann er mit der Lava noch nichts anfangen. Ich würde mal sagen, wir bauen uns eine Pumpe. Weil, wäre ja schade drum, weil könnten ja unten drunter noch Diamanten sein und die würden wir so gar nicht mitkriegen. Und jetzt müsste ich mal Chris fragen, wie man die Pumpe baut, weil ich kann zum Beispiel keinen Firefox simultan offen haben. Geht gleich los. Das nimmt er mir übel mit der Aufnahme. Ich nehme mal an, auf jeden Fall brauche ich ein Circuit und, ja, ein Circuit wird es auf jeden Fall sein. Und wir kriegen dann auch gleich ein bisschen Redstone, habe ich gesehen. Yay. Die Pumpe, ja? Hm? Du brauchst eine Maschine, einen Circuit, 4 Empty Cells, 2 Mining Pipes und einen Tree Trap. Alles klar, ich glaube, ich habe es mir halbwegs gemerkt und weiß, was, wie es angeordnet wird. Die Empty Cells muss ich noch machen und dann müsste ich alles haben. Ja. Ein Tree Trap nur? Okay. Egal. Ja, ein Tree Trap nur. Quietsch. Ah. Was denn? Ich habe Diamanten gefunden. Das ist doch nett. Ja, so, ich glaube nicht, dass ich in dieser Folge diese Pumpe noch hinkriege, einfach nur, weil ich total blöd bin und vergesse, was mir Chris erzählt hat. Bist du es nochmal angesagt bekommen? Ja, muss nicht. Ich bin nur am Überlegen, wie die Anordnung war, weil das jetzt aus dem Kopf halbwegs hinzukriegen... Nee, kriege ich nicht hin. Ja, die Pumpe bauen wir dann in der nächsten Folge fertig, weil... krieg das jetzt zeitlich nicht ganz auf die Reihe. Obwohl, vielleicht kriege ich es ja so hin. Ist das fast so? Nee. Ich habe keine Ahnung, wie das ging. Also sehen wir uns in der nächsten Folge. Dann bauen wir die Pumpe fertig. Dann pumpt unsere Miner auch ein bisschen Lava ab. Und bis dahin... Tschö. Tschüss.